So Leute, ich weiß jetzt schon, wo ich jetzt gehen muss. Ich muss ganz weit runtergehen. Wenn die Steuerung nur noch ein bisschen mit mir rumspielen würde, mit mir kooperieren würde. Ich spiele jetzt gerade, by the way, mit dem N64-Controller und es funktioniert irgendwie nicht, runterzugehen. Weil das Spiel mich einfach nur verarschen will, ne? So, jetzt geht er endlich mal rund rüber, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Endlich geht er jetzt endlich rüber. Obwohl ich so viel Aggression jetzt mit erleben muss, ne? In diesem Let's Play Part. Um Gottes Willen, ey. Ach, fuck. Aber jetzt weiß ich auch schon, wo ich jetzt die Schlüssel hinbringen muss. Es ist ein bisschen nervig, dieser Dungeon, aber ehrlich. Ja, aua. Jetzt gehen wir noch rüber hier. Meine Güte. Wir kriegen schon ein Organ langsam, wenn es jetzt nicht mehr weitergeht. So, safe. Na bitte. Safe. Na bitte, endlich mal was zum Erholen hier. Ja, die Bomben werden uns noch eine Rolle spielen, glaube ich. Ja, kannst jetzt ein bisschen mal... Die Steuerung ist einfach nur zum Kotzen hier, ne? Diese Kacksteuerung. Was kommt jetzt? Hallo? Wow! Oh, scheiße. Zwischenboss jetzt gerade. Scheiße, ich bin jetzt im Zwischenboss. Ach, das Viech ist das doch aus A Link to the Past. What the hell? Dass der jetzt auch noch auftaucht? Alle Viecher ausschalten oder wie? Warum wir den Gräbenpuff treffen? Warte. Ach! Nein, wir sind zu schnell. Das muss ich gleich mit dem Sachen Link machen. Okay, safe. Oh mein Gott, jetzt kriege ich schon Panikattacke hier. Armageddon 2020, Alter. Jetzt weiß ich auch nicht, ich kann jetzt so denken, jetzt was redest du da für einen Stutz, Alter. Da war ein Fehler. Oh, komm schon. Alter. Keine Chance ihn umzubringen. Unmöglich. Er kommt wieder zu mir rüber, ne? Okay. Okay, Strategie. Nochmal die andere Strategie. Pfeil und Bogen. Ich meine jetzt noch mal umladen. Nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hätte.
Alter, Link, geh mal. Was ist das für eine Kacksteuerung, ey? Ja, super, es ist jetzt schon Abend. Na super, toll. Oh, ich krieg schon Aggression hier, ne? Was ist denn, meine Nase juckt, ey? Da kriege ich jetzt auch schon jetzt langsam Aggression hier. Meine Nase juckt, ne? Wie ein Geistesgestörter. Und das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. So, den Grappling Hook nochmal dort. Sieht aus, wie wird es langsam? Ich glaube, das klappt auch so. Blöd nicht, diese blöden Bubbles, sondern jetzt auch noch schützen seine Augen. Das ist nicht so einfach, wie ich das mir vorgestellt hätte. Ja, mach fertig. Ja, ich kann es nur mit Link machen. Kannst du mit Link machen, das wäre noch möglicher. Ja, ich muss wieder nochmal reloaden. Ich weiß jetzt, wie ich das machen soll, mit Link natürlich nur. Noch eine bessere Idee. Ich werde jetzt einfach so nah an dem Boss bleiben, damit all seine Blasen dann endlich mal wegpusten kann. Das klappt auch so. Einfach wie ein Geisteskranker auf ihn draufschlagen, ne? Boah, Alter, jetzt greift er mich auch noch an hier, ne? Das war jetzt nicht so sehr richtig, was ich getan habe. Alter.
Wo ist er denn? Oh mein Gott. So nervös war ich jetzt noch nie, alter Leute. Jetzt mit ihm? Tatsächlich. Alter, der Boss war ja nicht so schwer. War ich mich jetzt unnötig aufgeregt? Keine Ahnung. Was geben wir jetzt dafür als Belohnung? Was kann man nur mit normalen Link, jungen Link schaffen, nur den Boss? Inzwischen Boss, what the fuck? Oh, den Eispfeil. Endlich geht es mal richtig gut voran. Na gut. Wir werden jetzt in der nächsten Folge weitermachen, Leute. Das war jetzt ein ziemlich epischer Bosskampf. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge, dann geht es dann direkt weiter. Sorry, Leute, aber es muss jetzt heute sein, ein kleiner Cliffhanger. Aber wir werden es dann in der nächsten Folge durchziehen. Bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Abo da lassen und die Glocke aktivieren, wäre mir lieb von euch. Denn Support ist natürlich kein Mord. Bis zum nächsten Mal, euer Red Pocotendo. Ciao! Grüß euch, meine lieben Zelda-Fans. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Majora's Mask. In der letzten Folge hatten wir, tja, sehr viel gelitten, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Gott sei Dank, weiterzukommen. Indem wir jetzt den Zwischenboss besiegt haben, es war jetzt einer der schwersten Bosse, einfach der Easy-Bosse überhaupt, den ich jemals gekämpft hatte. In meinem gesamten Leben. Aber jetzt müssen wir, wie schon gesagt, müssen wir jetzt wieder mal jetzt rüberschwimmen. Ich mache jetzt mal kurz einen Save hier. Damit wir wissen jetzt, wie es geht. Also ich habe jetzt natürlich jetzt im Walkthrough nachgeguckt. Mindestens brauchen wir jetzt nichts mehr dem Walkthrough nachgucken. Jetzt werden wir schon sicherlich locker es schaffen. Nur keine Sorge. Wir haben jetzt natürlich die Eisfälle bekommen. Das wisst ihr schon selbst. Okay. Okay, das war jetzt die falsche Richtung. Und den jetzt mal umdrehen, damit wir jetzt endlich mal Wasser reinpumpen können. Na, Mitte. Endlich geht es mal locker voran. Und das bedeutet, wir können jetzt noch einen weiteren Gang runtergehen. Zum grünen Schalter müssen wir jetzt gehen. Wieder jetzt der Gegner kommt wieder rüber. Oh mein Gott, ausweichen, ausweichen, schön weg rüber gehen. Weggehen. Gott sei Dank brauche ich jetzt noch nicht einmal den Fee nehmen, weil das war jetzt ziemlich mühsam. Jetzt geh mal hoch, bitte, hier. So. Sache jetzt ist jetzt die. Wir haben jetzt die rote geschafft. Das heißt, jetzt müssen wir dann weiter nach oben. Oder? Ja, anscheinend muss ich dann hier runtergehen. Ne. Geht aber absolut nicht. Okay, da muss ich dann irgendwie dann nach oben gehen. Jetzt hier. Ach nee, komm. Jetzt schnell rüber. Boah, Alter. Wie ich mich jetzt aufgeregt habe in der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich das schaffen soll, ohne Scheiß. Gott sei Dank schaffen wir das jetzt schon ohne Probleme. Zum Zwischenboss. Aber ich glaube, der Zwischenboss wird erst noch eine Weile dauern. Ist da jetzt der freie Weg jetzt oder wie? Ich weiß nicht mehr. Nee, oder? So. Müssen wir kurz anschauen.
Wir müssen noch den grünen Schalter irgendwie betätigen. Die Frage ist aber, wie komme ich denn hier rüber? Geh runter. Die Güte. Ich will, mach mich jetzt bitte nicht aggressiv spielen. Hallo. Ach, verdammt, ich hab's wieder verkackt. Nochmal. Nee, nicht so. Alter Link, jetzt triff mal richtig. Verschwende ich meine Zeit hier in diesem Dungeon. Jetzt weiß ich auch schon, wie ich da hier hochkomme. Ist mir klar. Wie ich dann hier rüberkomme, weil ich brauche ja noch eine Eisplattform. Das Problem ist, man kann überhaupt nicht die Eisplattform richtig genau treffen. Oder machen. Ich probiere es mal jetzt mit dem Eisplattform. Kann man da etwa das Wasser vereisen? Das wäre interessant. Aha. Tatsächlich kommen wir dann auch so hier rüber, ist auch klar. Und die Gegner respawnen sich wieder, na klar. Ist klar, Spiel. I hate you so much. Ich hasse nur diesen Dungeon, Leute, aber ehrlich. Das Wasser ist nur, das Eis bleibt dann nur permanent dort. Ach so, ich muss. Ach. Ich bin ein dummer Nelpi, geh mal hoch. Ich muss einmal erst jungen Link, dann wieder auf erwachsenen Link wechseln, ist ja auch klar. Oh Mann. Man hat nur jetzt gewisse Zeit, um wieder drüber zu springen. Das Problem ist daran, man muss genau einschätzen, wo man die Plattform treffen will. Safe. Wenn die Kamera jetzt nur ein bisschen mit mir kooperieren würde. Ja. Gott sei Dank, jetzt geht's endlich weiter. Safe. Und weiter geht's. Das ist nur ein Wasserviech, oder was? Rubine und ein paar andere Sachen hier. Aha, ich muss also das hier einsetzen. War ja klar, wieso respawnt sich der Gegner auch. So, komm rüber. Dann werden wir den nächsten Schalter betätigen. Mal sehen, was uns jetzt als nächstes erwartet. Und das Schleimmeter wird jetzt wieder mal auflösen. Und was hat das jetzt gebracht? Das ist jetzt ein Rätsel. Safe. Und weiter geht's. Geh runter. Boah, Link. Was machst du da? Na bitte, geht doch.
Jetzt geht es mal endlich mal geschmeidiger weiter, weil ich war jetzt irgendwie verwirrt, wie ich weiterkommen soll. Ohne Scheiß. In der letzten Folge. Ich war schon fast in Verzweiflungstat, kann man so sagen, so. Aua. Aua. Kann ich die Hätte jetzt irgendwie so töten? Ich weiß nicht wie. Jetzt nicht so viele von dieser Magie jetzt nachlassen. Die Dekoviecher sind die nervigsten Gegner überhaupt in diesem Spiel, ohne Scheiß. Aha! Nachdem wir sie alle besiegt haben, bekommen wir jetzt noch eine weitere Fee. Na? Hä? Lauf nicht weg von mir. Nummer 6. So, die Sache ist jetzt nur noch, wie kommen wir jetzt noch weiter? Wir haben jetzt das hier schon erledigt. Wir können jetzt direkt noch zum nächsten, zum Master Key rübergehen. Können wir jetzt direkt holen, anscheinend. Aua, Alter! Damit habe ich nicht gerechnet, dass er umdrehen kann. Nein, nicht runtergehen, nicht runtergehen, Alter. Was machst du da? Bist du behindert? Dass er sich auch noch umdrehen kann mit seiner Seerosenblatt, ne? Jetzt keine große Pest werden für mich. So, nochmal. Ich bin die lästigen Viecher jetzt mal endgültig los. Und hoffentlich löst es sich nicht auf, das Wasser, sonst habe ich echt ein Problem. Ah. Fuck. Wie hoch? Na bitte. Ich sag jetzt nicht, ich muss ein warmes Wasser rausholen, oder? Ah! Blödsinn, ich brauche jetzt einen Feuerpfeil. Was mache ich denn da? Okay, wieder mal. Ach nee, nicht der schon wieder. Den kennen wir schon aus dem Giftsumpf. Diesmal ist er noch fieser. Okay.
Okay, da muss ich jetzt sicherlich wechseln auf den normalen, auf den... Alter. Komm nicht raus. Achso, der trägt mich jetzt... Achso, ich muss dann den Grappling Hook einsetzen. Jetzt weiß ich schon, ich habe eine Idee. Nein, Alter, du blöder Knopf, ey, C-Knopf. Ich komm nicht raus. Alter, WTF! Geh raus! Boah, der haut mich weg wie aus dem Nichts, ey, jetzt der Penner. Was für ein Arschloch. Alter, schon wieder! Seht ihr, schon wieder? Er macht das schon wieder! Schon wieder macht er diese Scheiße! Was soll das denn? Ich schaffe es nicht. Ich habe keine Chance, ihn umzubringen. Ohne Scheiß. Unmöglich. So, ich bin schon wieder down. Geil. Tja, ich muss jetzt wieder mein Belebungsfee nehmen. So, safe. Jetzt reicht es mir aber. Jetzt kriege ich schon... Ich sehe schon rot. Er kann mich auch dort durchtreffen? Willst du mich verarschen, Spiel? Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt sehe ich schon rot. Nervig. So nervig. Was mein Lebensversager doch ist. Wie kann er mich da treffen, wenn ich jetzt schon weit weg war? Hast du etwa gelitten, Spiel, oder was? Und schon wieder habe ich den falschen Knopf gedrückt. Schon wieder. Alter, was ist denn das für eine Scheiße mit dem Steuerung? Geh mir schon übelst auf den Nerv. Komm her! Boah, du Affe, Mann! Dämliche Fotzenjunge, Alter! Und der trifft mich tatsächlich mit so einem scheiß Schleim, ne? Hm? Boah, ich krieg schon Aggression hier! Hm. Das macht mich voll aggressiv! Komm her. Nee. Soll ich das jetzt schaffen? Du hast einen Shizu-Schleim entdeckt. Sein Körper ist so weich, dass normale Attacken sinnlos sind. Überleg dir was anderes. Wie soll ich das machen dann bitte? Habt ihr gelitten? Schon wieder gelitten? Ah. Alter, ich kann nicht mal ausweichen, wenn diese Drecksviecher mich einfach... Verpisst euch! Boah, jetzt mache ich schon... Boah, wie Aggression, was man jetzt noch macht, ne?
stirb endlich, du Wichser. So, safe. Das habe ich noch nie so, so starke Aggression habe ich jetzt noch lange noch nie gehabt in einem Let's Play. Noch nie. Komm her. Komm her, du Mutterficker. Ich mach dich fertig. So, safe. Schon wieder nicht getroffen, der Affe. Ich bring den um, ne? Was? Das hat nicht geklappt? Na bitte. Tschüss. Boah, Alter. Wie das mich Aggression aufgebaut, aufgestaut hat. Scheiß Kackboss. Meine Güte. Ich weiß, ich brauche natürlich die Froschmaske, aber das habe ich leider nicht. So, da haben wir jetzt meinen letzten Boss-Key geholt. Gott sei Dank. Jetzt dauert es ja immer noch, bis wir dann zum Boss kommen. Boah, also so viel Aggression hatte ich schon in meinem ganzen Let's Play noch nie gehabt. Ohne Scheiß, Leute. Es war der übelste Aggression, was ich jemals gehabt hatte. In meinem gesamten Let's Play. Ohne Scheiß. Noch nie hatte ich so starke Aggressionen gehabt. Wie hier. Aha. Aber ich weiß nicht, wie komme ich denn jetzt weiter? Wieder hoch, bitte. Bitte hoch, wieder hoch, wieder hoch. Wie komme ich denn darüber? Hä? Jetzt geh hoch. Alter. Ich sag jetzt nicht, du kommst jetzt nicht mal hoch. Sag mal, bist du behindert? Geh doch mal hoch. Boah, Link, jetzt verschwende ich meine Zeit und triff jetzt endlich den blöden Vase. Verdammt nochmal. Boah. Alter, regt mich das jetzt auf. Da bekomme ich schon jetzt Krebs. Ohne Scheiß mit dem ganzen Kampf, ne? Die Zwischenbosse waren schon jetzt nerviger genug. Und jetzt ausgerechnet muss die Steuerung mich auch noch jetzt richtig teasen.
Da ist doch beim 3DS die Steuerung viel, viel besser. Ohne Scheiß. Kein Wunder, dass viele Leute es auch kritisiert haben, die Steuerung auch. Auf den N64. Und dieser drecksblöde Fisch soll endlich mal in die Hölle fahren. Jetzt lass mich doch in Ruhe jetzt. Boah. Solche Aggression habe ich noch nie gehabt in meinem ganzen Let's Play. Noch nie. Aber das hier ist schon jetzt zu weit gegangen jetzt. Ohne Scheiß. Die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt hier weiter? War da etwas noch beim ganzen Bossraum noch was? Dann wäre das ziemlich überraschend. Anscheinend war dort was etwas beim Boss. Ich möchte nichts visieren. Boah. Jetzt krieg ich eine Aggression wieder, ne? Ich krieg Aggression langsam. Aufladen hier wieder. Da war irgendein Schalter, glaube ich. Da habe ich das übersehen oder wie. Oder ist da kein Schalter hier? Nur zum Aufladen war noch was. Nur zum Aufladen war das Ganze nur. Hier. Ich hab gedacht, da war nur ein Sch. Ich wollte mich doch echt wie die fucking Entwickler. Echt, ihr habt. Jetzt sie wollen nicht mehr alle. An der Waffel. Ohne Scheiß. Ganz ohne Scheiß. Triff doch endlich. Boah, der Whirlpool-Raum ist der nervigste Stelle überhaupt im gesamten Spiel. Ohne Scheiß. Und wieder bin ich falsch. Ey, Alter. Das macht mich schon voll Aggressionen dann langsam, ne? Jetzt reicht's mir, ne? Jetzt war's, ne. Ey, mal ganz ohne Scheiß. Wie soll ich das hier schaffen, diese Dungeon? Ohne Scheiß. Nur wenn diese Scheißgegner immer wieder kommen. Ja, komm. Aua, aua. Alter, ich war nicht einmal so nah.
Und dieser blöde Fisch. Ist mir doch egal, du scheiß Fisch, Alter. Geh mal an den Kampfszene weg, du blöde scheiß Kamera. Echt ohne Scheiß. Ich werde bald jetzt Cut machen. Ich werde bald den Projekt bald Schluss machen. Ohne Scheiß. Jetzt tue ich mal den scheiß Fisch. So. Genug aufgeregt. So, jetzt habe ich genug aufgeregt. Jetzt muss ich wieder mal zurückgehen. Die ganze Scheiße wieder zurück, ne? Ich weiß nicht, wo ich jetzt gehen muss. Wie soll ich den grünen Schalter finden? Habt ihr gelitten? Wohl ernsthaft gelitten, wie soll ich das schaffen? Oh Mann, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kurzer Cut, Leute, schaut nach, wie es geht, weil jetzt langsam habe ich jetzt die Schnauze voll, also bis gleich.